Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Stronghold. Ich muss ja mal ganz fix mein Mikro noch ein bisschen lauter stellen. Perfekt. Okay, und dann schon wieder rein. Mal wieder den nervigen Anfang. Naja, nervig ist er nicht unbedingt. Ich finde ihn sogar relativ cool. Yep, dann gehen wir wieder in die Militärkavallerie und wir sind jetzt bei dem Ende der Ratte oder das Ende der Ratte, je nachdem, wie es sein soll. Mission 9 und dann wollen wir auch gleich mal anfangen. Ich hatte von diesem hinterhältigen Reptil nichts anderes erwartet. Ich werde mich selbst um ihn kümmern. Wir hatten inzwischen aber auch ein Riesenglück. Während die Ratte wie ein kopfloses Huhn in unserer Grafschaft umherirrte, konnte sich eine kleine Streitmacht in seine eigene Burg stehlen und sie einnehmen. Er ist derzeit auf dem Weg zurück, um sie sich zurückzuholen. Ich möchte, dass ihr dorthin geht und unsere Garnison dort anführt. Wieso habt ihr nicht früher eingegriffen? Es hat mich keiner darum gebeten. Diese Aufständischen haben so oft und so leicht gegen der Püs den Sieg davongetragen. Das lässt uns schwach aussehen. Sorgt dafür, dass sie dieses Mal unterliegen. Ich gehe ein paar Köpfe spalten. Gerüchten zufolge war das Schwein bei seiner Geburt schon so hässlich, dass ihn seine Eltern auf der Straße aussetzten. Wie auch immer, es ist bekannt, dass er von einer Gruppe umherziehender Banditen aufgenommen wurde, die überall in der Heimat über kleine Städte und Dörfer herfielen. Während er bei dieser kleinen Armee aus Schurken aufwuchs, war er nur Haut und Knochen. Er entwickelte jedoch eine grobe, aber sehr wirkungsvolle Kampftaktik und wurde zum Anführer ernannt. Von da an sorgte er dafür, dass er ein Vorrecht auf die besten erbeuteten Speisen hatte und hat sich seitdem zusehends überfressen. Verteidigt die Burg der Ratte gegen ihren früheren Besitzer. Sie ist sehr schlecht errichtet, weshalb ihr sie verstärken müsst. Wer hilft, den Burggraben fertigzustellen, der legt seine Zeit gut an. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, einen der Tyrannen endlich den Garaus zu machen. Bin ich dafür und das Schwein ist hässlich. Alles klar, Burggraben restlich. Ihr könnt auf uns zählen, wirklich in den Graben. Ja, wirklich in den Graben. Ihr könnt auf uns zählen, Waffen Was haben wir denn hier als Ressourcen übrig? Ein bisschen Stein ist in Ordnung. Das bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Was bringt denn diese Mission hier genau für mich? Haben wir irgendwas zum Essen? Wir haben noch einen Jäger. Das ist nicht so gut. Ich bin dafür, wir bauen hier hinten Käsereien. Und noch eins, zwei. Machen wir 4 allgemein. Holzfäller haben wir auch. Haben wir 2, da können wir uns auch noch einen gönnen. Dann einen Marktplatz. Den können wir hier hinten irgendwo hinstellen. Der ist ja nicht so extrem wichtig. Na, mit dem Essen ja. Essen sieht ganz in Ordnung aus. Dann würde ich mir gern noch eine Pfeilmacherei kaufen, denn wir haben das Gold eigentlich. Ich würde 2 piken. Oh. Also 2 Lanzen, der macht das gerade ganz schön gut, muss ich zugeben. Jetzt bin ich am Überlegen. Ach, das ist wieder so standardmäßig, dass da vorne so ein Steinwall hinmacht. Das war jetzt blöd von mir, oder? Nee. Wollen wir hier 19? Noch eine Reihe und dann machen wir hier noch Stufen nach unten. Okay. Eure Befehle? Nein, ich will doch alle. Zur Stelle. Perfekt. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Das würde passen in einer gewissen Weise. Burggraben ist auch ready, aber der kommt wieder. Nein. Du da oben kommst auch hier runter. Du bringst mir eine Lanze. Du bringst mir eine zweite Lanze schon wieder. Sehr schön. Entschuldigung, ich esse hier währenddessen mal ein paar Pringles. Product, Hashtag Product Placement, würde ich mal sagen.
Ach. Ich muss meine Boot wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. Wer ist deine Frau? Wer das früher, ich glaube, früher mit. Ach Gott. Alles klar. Na, ah, das glaube ich nicht so. Wir haben schon so eine kleine muntere Truppe. Ja, die kommen immer ein bisschen galoppieren lassen. Echt? Cool. Na. Ja. Oh Gott, das sind ja mehr als gedacht. Okay. Ich liebe das. Die haben gar keine Bogenschützen. Shit. Gott. Scheiße, ich kann es ja da hinten jetzt auch nicht abreißen, oder? Ah, überlebt das. Kein Bogenschütze darf drauf gehen, bitte. Oh, da kommt die nächste kleine Truppe. Okay, die halten diesmal nicht so viel aus. Ah, sehr schön. Da kommt der Rest. Ach, die gehen nach da drüben. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Hm. Sehr schön, der ist down. Ach, die hauen wieder ab. Was für Feiglinge. Kann man vielleicht noch einen töten? Ja, einer ist noch down. Zwei sind noch down. Alles klar. Klärchen. Wir bekommen Stein geliefert, habe ich recht? Ja. Yeah. Können wir uns hier wie so eine kleine Burg errichten, würde ich mal sagen. Ja, perfekt. Ich habe keinen Stein mehr. Niemals. Der wird geschlachtet. Wir brauchen eigentlich kein Holz, da kann man ein bisschen was verkaufen wieder. Lass nur 7 übrig. Ach, wir können hier ja auch Waffen kaufen. Können wir Waffen kaufen? Warum kann ich auf den Bogen nicht klicken? Ach doch, 155! Alles klar. 15 durften eigentlich reichen nicht, wir hinten ja nur dicht machen. Haben wir wie so einen kleinen Posten. Das kostet Holz. Und ich habe nicht genügend Holz. Wow. Och nö. Na, ich will ordentlich machen. Da muss ein kleines Problem rein. Nein. Na, egal, lass mal das. Sowieso eine blöde Idee. Oh, schon wieder 3 Piken. Haben wir davon 2 von denen? Hütte, Hütte. Wir haben nur einen von denen, da produziert die so extrem schnell. Ich hätte trotzdem so eine ganz so einen Zug begreifen, so als Design. Ah, nächster Bogenschützer. Wie sieht's mit dem Essen aus? Ja, Mono 55, das wird schon passen. Die Mission scheint hier entweder etwas schneller zu gehen oder die Zeit vergeht wie im Fluge. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Ja, so eine Biege, wie viele haben wir denn inzwischen hier unten? 17 plus 1 sind 18, dann habe ich hier oben noch 10. Kann aber. Die Zugbrücke sieht echt nice aus. Kann ja auch hier einzeln, aber ich nehme zurück. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich auf das Tor klicke und das Ding zumache, dann geht die Birnenzugbrücke auch automatisch mit. Ah. Du sollst wieder runtergehen, ne? Okay.
Warum gibt's da drinnen keine Orbit? Gibt's hier einen Bär, der alle abboxt? Hä? Ach nee, weil da drin eingesperrt war. Hey. Okay. Hä? Warum sind die gestorben? Ich habe die Grafschaft wieder eingenommen, die Schlange fälschlicherweise für sich beansprucht hatte. Ich mag so Longarm. Das ist ein cooler Typ. Boah, wie groß ist das im Gegensatz zu den anderen, ist ey. I get it, aber. Das snickt sich aber auch ganz schön Holz weg, ne? Ah. Um noch ein bisschen schicker hier zu machen. Können wir uns auch einen kleinen Turm bauen? Können wir uns einen kleinen Turm bauen? Können wir uns einen kleinen Turm bauen? Yeah! Cool. Kleiner, kleiner Mini-Turm. Du. Dadurch, dass der Turm so geil ist, kann da oben gleich mal ein paar Leute hin. Wo ist der Bogenschütze? Da. Ey. Auch mit dir. Wird schon passen. Wird schon passen. Da kommt der hoch. Ach man, ich verstehe nicht, warum der immer nach draußen lauscht und die ganzen Leute schreit. Wenn da einer durchdringt, der wird ein bisschen Probleme haben. Ich stelle euch einfach mal Just Fun mal mit hier so hin. Da sind schon ein paar. Wie viele sind das jetzt? 32. Wieder eine Lanze. Uns geht langsam das Gold aus, müssen wir was verkaufen, ey. Ja, wir brauchen ja gleich keinen Stein mehr, das können wir dann verkaufen. Ah, dieser Kram ist aber auch sehr sexy, ne? Oh, und der Joel kommt gerade nach Hause. Oder er fährt irgendwo hin. Wenn du das richtig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt durchs Mikro hört, aber er hat eine übel geile Schwalbe. Was los? Oh, kommen wir wieder Fleisch geliefert. Das ist schlecht. Gleich haben wir drei voran. Wenn man mehrere vorhandene Nahrungsmittel hat, wie viel plus bekommt man denn hier? Wenn man drei hat, ich glaube, man kriegt dann plus zwei, oder? Jo. Schon wieder ein Lanzenträger, Alter. Zeit bis zur letzten Schlag. Ups. Echt so schnell. Soll ich das jetzt alles in ein Part packen? Könnte ich theoretisch tun. Wir gucken mal fix, wie lange noch dauert. Wir packen das halt. Ups. Nein. Wir packen das fix. Oder wir packen das in zwei kurze Parts. Somit würde ich sagen, kurzer Cut und wir sehen uns dann später.